herzlich willkommen zu einem weiteren Blender 2.8 Tutorial. Heute soll es nochmal um Micro Displacement Mapping gehen, speziell dazu für die Höhenkarte. Im letzten Tutorial haben wir einfach Texturen von textures.com runtergeladen und diese verwendet. Und heute wollen wir uns mal ansehen, wie wir sowas selber machen können und das dann für eigene Projekte verwenden. Im Intro habt ihr schon diesen Knoten-Torus gesehen und da habe ich jetzt diese Höhenkarte, die ich mir hier selber gleich erstellen werde, verwendet und auch angewendet. So, als erstes zeige ich euch die Einstellungen im Blender. Da stellt ihr als Render Engine einfach mal Cycles ein. Feature Set reicht diesmal, um die Höhenkarte zu erstellen, supported. Und GPU, Device als GPU Compute ist jetzt nicht so wichtig, weil das Render nicht allzu lange dauert. Dann setzen wir in der Szene die Hintergrundfarbe komplett auf schwarz und in der Kameraeinstellung verwenden wir hier den Typ Orthographic. Die steht normalerweise auf Perspective für eine perspektivische Projektion, aber wir brauchen orthografisch, um, wenn wir in die Kameraansicht gehen und diese Höhenkarte hier filmen, dass wir da keine perspektivischen Verzerrungen bekommen. Über die Orthographic Scale könnt ihr hier das so anpassen, dass ihr die Ebene perfekt im Blick haltet und dass an den Rändern hier keine zusätzlichen Kanten entstehen. Die Ebene ist quadratisch und deswegen müsst ihr in den Kameraeinstellungen hier eine Auflösung wählen, die auch quadratisch ist. Ich habe jetzt hier 4000x4000 Pixel verwendet, um die Höhenkarte sehr präzise zu machen. Also für die Höhenkarte habe ich hier einfach mal ein paar Elemente auf die Kachel platziert. Das ist wirklich sehr einfach gehalten. Ein paar Quadrate, Zuleitung, eine rechteckige. Dann sieht das hier so aus wie ein bisschen Gitter. Dann noch so eine Art Ventilator. Hier ein paar Rohre und noch ein paar Aufbauten, die teilweise auch ein bisschen schräg sind. So eine Höhenkarte besteht aus Graustufen. Weiß bedeutet, der Punkt ist ganz oben. Schwarz bedeutet, er ist ganz unten. Und grau bedeutet, er ist irgendwo in der Mitte. So, um so eine Graustufenkarte zu erzeugen, können wir uns den Z-Buffer zur Hilfe nehmen. Der Z-Buffer speichert zu jedem Pixel, den er die Kamera aufzeichnet, den Entfernungswert. Der Z-Buffer ist im Nahbereich sehr präzise und wird immer ungenauer, je weiter man in die Raumtiefe reingeht. Und wir fügen deswegen in Blender eine Kamera-Data-Node hinzu und dann noch einen Emission-Shader. Und verbinden den Z-Wert mit der Stärke, wie stark der Emission Shader angezeigt wird. Plan ist jetzt, okay, die Stärke senken, je weiter die Pixel entfernt sind, und die Stärke erhöhen für Nahbereichspixel. Im Moment wird jetzt noch alles weiß angezeigt, eben weil der Z-Buffer im Fernbereich sehr unpräzise sind, deswegen fügen wir noch einen Marf-Node hinzu und stellen den auf Subtract. Wenn man jetzt hier mit der Maus in die richtige Region fährt, so um irgendwas herum, dann sehen wir schon, wie sich der Wert verändert. Das war jetzt ein bisschen zu stark. Und wir sehen jetzt hier, dass die hohen Punkte schwarz dargestellt werden und die niedrigen Punkte weiß. Und das sollte eigentlich genau umgekehrt sein. Deswegen müssen wir noch einen zweiten Marf-Node hinzufügen. Nein, Quatsch. Wir müssen einen Color-Node hinzufügen mit einem Inverter und den Wert dann in den Strength-Wert von dem Emission-Shader leiten. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen tweaken, dass die Ebene in Grau dargestellt wird. So, der Boden
den ich hier eben auf dieser Platte gemalt habe, der soll mein Nullwert sein und alles andere weiß. Und richtige Versenkung oder Absenkung haben wir nicht, dass wir Negativwerte haben. Deswegen sieht das hier jetzt schon ganz gut aus. So, um das Ganze zu exportieren, stellt ihr noch OpenEXA ein. Das ist ein erweitertes Format für mehr Farbtiefe pro Pixel. Und das erlaubt uns halt höhere Schwarz-Weiß, höhere Werte oder verschiedenere Werte für diese Schwarz-Weiß-Map. So, hier habe ich wieder eine kleine Szene aufgesetzt und diesmal die Display, die Höhenkarte verwendet, die wir gerade erstellt haben. Und auf Anhieb sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Man sieht hier jedoch so ein paar kleinere Artefakte, selbst hier so bei einfachen Elementen. Und hier dieses Gitter ist ganz misslungen. Selbst wenn man es nochmal neu berechnet mit einer Kameraeinstellung. Und da gucken wir uns mal an, wie man das ein bisschen beheben kann. Um die Artefakte ein bisschen zu reduzieren, könnt ihr eine kleine Unschärfe in das Bild reinbringen, damit die Abstufung von den Kanten nicht so krass aussehen. Dazu habe ich hier eine Blur Node eingefügt und die Option Fast Gaussian ausgewählt, Relative und in Y-Richtung. Und jedes Mal hier 0,2% eingestellt als Unschärfe-Effekt. Und das dann nochmal rendern, dann sehen wir uns das Ergebnis gleich an. So, und das ist jetzt das Ergebnis der Unschärfe-Map. Man sieht, die meisten Artefakte sind verschwunden. Ganz raus kriegt man sie kaum. Aber ich denke, das Ergebnis jetzt sieht doch schon etwas besser aus. Auch das Gitter wird hier einigermaßen gut dargestellt. Zum Schluss zeige ich euch noch dieses Knotengebilde hier. Wir haben hier unten dieses normale Displacement Mapping, wie ihr es bereits kennt. Und hier oben habe ich dieses die Textur auch nochmal verwendet, um Farbe zu erzeugen. Dort, wo es die höchsten Punkte, die werden in grün hier dargestellt und die restlichen Punkte, die werden in schwarz dargestellt. Das macht diese Color Ramp Node hier. Dann die Farbinformationen dafür gehen auch in das Bump Mapping, um die Elemente noch ein bisschen stärker herauszustellen, und der Rest geht in diese normale Farbinformation. Diese Szene könnt ihr euch vom Google Drive Konto runterladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.